Moin Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Runde Armored Warfare. Ja, heute gibt es wieder eine neue Panzervorstellung. Und zwar möchte ich euch heute ein Premium-Fahrzeug vorstellen. Und zwar den Tankdestroyer Zalo S. Das ist ein Stufe 4 Fahrzeug. Und wie immer der kleine Einblick in die Geschichte, auch wenn es hier nicht sehr viel zu reden gibt. Der Zalo S ist eine Abwandlung des PTR 70 von der Sowjetunion entwickelt. Allerdings ist es immer nur ein Prototyp gewesen. Das heißt, dieser Zalo S wurde niemals in Stückzahl produziert. Der Grund am Ende der Entwicklungszeit war der Zalo S seiner Zeit schon wieder hinterher. Und das angebrachte Geschütz, das eigentlich im Kampf gegen andere Panzer dienen sollte, war schon wieder etwas veraltet, deswegen ist der Zalo S niemals über die Prototypenphase hinweggekommen. So, schauen wir uns dann mal die Stats an, wie es sich da aussieht. Und zwar als Vergleich möchte ich einen anderen Tankdestroyer der Stufe 4 hernehmen, und zwar den LAV 300. Ich denke mal, die kann man ziemlich gut vergleichen von den Werten her. Der LAV 300, wie gesagt, wurde von den Amerikanern ja verwendet. Was auffällt ist, beim Schaden fangen wir mal an. Der LAV 300 hat einen höheren Grundschaden und eine niedrigere Durchschlagskraft als der Zalo S. Allerdings darf man hier nicht vergessen, hier beim LAV 300, das sind die Grundwerte. Der bekommt später eine Durchschlagskraft von 212 mm. Bei einem Schaden von 311 mit seiner AP-Munition. Deswegen ist er eigentlich identisch mit dem Zalo S fast, wenn man vom Damage Output geht. So, dann schauen wir uns mal den Schaden pro Minute an. Der ist ziemlich hoch für den Zalo S. Das liegt daran, dass dieser eine niedrigere Nachladezeit hat, also eine gleiche Nachladezeit. Allerdings, wie gesagt, höherer Schaden, der hier dargestellt wird. Allerdings, wie gesagt, später tut sich das beides ausgleichen, weil, wie gesagt, die AP-Munition später vom LAV 300 200, 312 Schaden macht bei der Durchschlagskraft von 212 mm. Somit ist die DPS dann auch identisch von beiden Panzern. So, dann schauen wir uns mal die Panzerung an. Die kann man bei beiden ziemlich vergessen, würde ich sagen. 10 mm Panzerung, Stahl, das kann man vergessen. Die HP ist beim LAV 300 etwas höher, knapp 100 HP mehr als der Zalo S. Allerdings 100 HP kann man definitiv auch, denke ich mal, fast vernachlässigen auf dem Schlachtfeld. Der LAV 300 hat auch noch ein paar Modifikationen der Wanne mit einem Faktor von 1,65 und einem Zweierfaktor. Allerdings, wie gesagt, sind es dann 20 mm Stahl. Das hält immer noch gar nichts auf. So, dann hauen wir uns mal die Mobilität an, die Geschwindigkeit. Hier ist der Zalo S auch dem Ganzen unterlegen. Das war auch der Grund, warum er schlussendlich eingestellt worden ist. Auch mit einer der Gründe, besser gesagt, weil er insgesamt trotzdem relativ langsam war im Vergleich zu dem amerikanischen Gegenpart, der damals da war. Die Beschleunigung ist zwar etwas höher, aber wie gesagt, die Höchstgeschwindigkeit ist deutlich geringer mit 20 km/h fast Unterschied. Das merkt man schon deutlich. So, dann haben wir dafür einen hohen Tarnwert. Das liegt daran, dass der Zalo S etwas flacher gebaut ist als der LAV 300. Aber man merkt es jetzt so im Bild nicht. In Wirklichkeit unterscheidet sich das schon ein Stück, deswegen hat er höhere Tarnwerte und einen höheren Sichtwert. Warum der jetzt einen höheren Sichtwert hat bei einer geringeren eigentlich Bauweise, ist mir eher unklar. Aber wie gesagt, das sind auch nur die Grundwerte, aber die Tarnwerte, wie gesagt, merkt man schon, den Unterschied merkt man schon deutlich mit 0,359. Das ist schon deutlicher hoher Tarnwert im Gegensatz zum LAV 300. Das merkt man auch im Spiel direkt deutlich. So, zur Kanone selbst. Hier gibt es kaum Unterschiede. Die Zielzeit ist geringer, die Streuung ist hier besser und die Zielzeit ist auch geringer beim Zalo S. Das heißt, die Kanone beim Zalo S ist etwas besser dargestellt als die vom LAV 300. Wie gesagt, davon könnte der LAV 300 auf etwas mehr schaden als der Zalo S. Und wie gesagt, der LAV 300 hat mehr HP als der Zalo S. Was man schön sieht, die Premium-Fahrzeuge haben jetzt keinen immensen Vorteil gegenüber den normalen Fahrzeugen.
Wie gesagt, finde ich relativ gut, dass die nicht so überpowered sind, sondern eigentlich ziemlich gleich sind. So, da würde ich sagen, mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Upgrade, wie gesagt, brauchen wir nicht eingehen. Die Premium-Fahrzeuge sind ja eh immer ausgebaut. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie es sich im Gefecht verhält. So, und da sind wir auch schon im Kampfgeschehen angekommen. Ich werde mich mal mit meinem Tankdestroyer auf die 1er-Linie begeben, die 0er-Linie. Vorweg sagt gleich gesagt, ich bin nicht der typische Tankdestroyer-Fahrer. Ich habe mir relativ schwer getan, weil ich mit den Tankdestroyern, ich finde, das ist eine Klasse, da muss man schon richtige Erfahrung haben und wissen, wo man zu stehen hat. Ich finde, es ist auch eine sehr starke Camper-Klasse, wobei ich es nicht schlecht finde. Allerdings, wie gesagt, ich komme mit dir recht schwer klar, das gebe ich ehrlich zu. Und ich habe leider gebraucht, um euch ein Gefecht zu zeigen, das einigermaßen gut lief. Da muss ich gleich dazu gestehen. Die Tankdestroyer haben wir jetzt die neue Fähigkeit. Mit der E-Fähigkeit könnt ihr euch vorübergehend einen Schaden, kein Schaden Steigerung, sondern dass ihr weniger schlecht entdeckt werdet. Das finde ich ziemlich gut. Und aber wie gesagt, man schafft in der Zeit 10 Sekunden läuft es 2 Treffer. Ah, Starship und ich kriegen Abpraller. Das war übrigens ganz großer Schwachsinn, was ich da gemacht habe. Beim Starship auf den Turm zu feuern. Absoluter Schwachsinn. Man sollte beim Starship auf jeden Fall auf die Wanne feuern. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. So, hier wird ziemlich gut durchgepusht, deswegen gebe ich auch noch vorne. Wie gesagt, der Zahlois hat ja noch einen ziemlich hohen Tarnfaktor. Später wird es ja noch schlimmer, finde ich. Und wie gesagt, die Tankdestroyer, ich weiß nicht, das ist so ein... Sie halten nichts aus, machen guten Schaden, das kann man nicht verfehlen. Allerdings, wie gesagt, man muss sie, glaube ich, spielen können und es dauert eine Zeit lang, bis man da... Jetzt komme ich schön durch den Turm. Also wenn ihr auf dem Starship dann auf jeden Fall hoch im Turm zielen, da habt ihr einen riesen Spot. Oder natürlich hier auf die Wanne, das ist natürlich ganz einfach. Ziel identifizieren. Natürlich ganz einfach da durchzukommen, durch die Wanne. Ich weiß nicht, warum ich vorhin immer versucht habe, auf den Turm zu ziehen. Oh, hier bin ich entdeckt worden. Aber wahrscheinlich nur von dem hier. Oh, schönes Ziel für mich. Treffer in der Fahrt. Na komm. Nein, ist mir nicht getroffen. Da hat mich der Amix 10P gesehen. Es hat so eine Position, da weißt du echt nicht, wo du stehen sollst mit dem Tank Destroyer. Ich glaube, mit dem Zahler, es geht's noch. Der hat, wie gesagt, doch diesen hohen Tarnfaktor. Aber im Early Access, wie gesagt, mit dem Tank Destroyer. Ich weiß, es ist eine schöne Klasse, wenn Leute damit umgehen können, aber man merkt es deutlich auf der Stufe 7 und 8. Da sieht man kaum noch diese Tankdestroyer. Schön, ich räche mich. Komm, nochmal. Schade. Ich habe gesehen, ich habe meinen Skill aktiv gehabt, wird auch dargestellt durch dieses Zielkreuz, dass der Skill läuft. Aber wie gesagt, im Idealfall könnt ihr maximal 2 Schüsse dafür abgeben. Also wie gesagt, bisher läuft das Match eigentlich schlecht. Ich denke, 1800 Schaden bisher gemacht. Das ist für meine Verhältnisse mit dem Tank Destroyer, glaube ich, schon gut. Könnt ihr mal reinschreiben, wenn ihr sehr gerne Tank Destroyer fahrt. Wie gesagt, nicht bloß Stufe 4-5, sondern wie gesagt, Tank Destroyer auf Stufe 7-8 fahrt. Das würde mich sehr interessieren, weil das kriegt man eigentlich relativ wenig Feedback. Wir unserer Gilde, unserem Clan, haben selbst, glaube ich, nur einen, den ich kenne. Der aktiv Tank Destroyer fährt auf Stufe 8. Das war's dann, glaube ich, auch schon. Man sieht es auch in den Gefechten. Wenn du 8 Gefechte hast, hast du ganz selten mal Tank Destroyer. Also im Endeffekt... Ja, die Kanone ist schon gut, aber später ist die Kanone fast identisch mit den
mit den von Main Battle Tanks. Gut, sie haben die hohe Mobilität. Später sieht man halt, dass die Vorteile, die sie am Anfang haben, nicht mehr so extrem sind. So, ich bleibe hier mal stehen auf jeden Fall. Wie ihr seht, ist noch ziemlich viel in der Stadt los. Allerdings von hier habe ich da einen guten Spot auf die komplette Straße hier geradeaus. Das heißt, alles, was hier aufgeht, ist genau für mich anzugreifen. Da haben wir dann Starship. Ihr seht ja, den ersten Schuss mache ich wieder schwachsinnig. Oh, komme ich unten nicht durch? Skill war wieder eingesetzt für die Tarnung. Da ist er hinüber. 6 zu 6 steht's. Ich habe 2100 Schaden gemacht. Die cappen jetzt schon mal. Oh, schön in die Seite. Nochmal. Schade. Unser Team cappt jetzt. Das heißt, ich kann hier gemütlich stehen bleiben. Weil der Gegner muss kommen und das Cap aufhalten. Das ist der Punkt. Du musst halt den Tank Destroyer komplett passiv spielen. Ich stehe jetzt hier und ja. Und gucke jetzt um. Muss ich meine Position mal ein bisschen verändern, weil wie gesagt, nach der Änderung seht ihr, wenn man mehrfach aus derselben Position feuert. Da haben wir jetzt unser Starship. Noch 50 Sekunden bis zum Cap. Das müssten die da oben hier hinkriegen. Wie gesagt, theoretisch kann ich jetzt hier ganz gemütlich eingekappt stehen bleiben. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich jetzt aggressiv spielen sollte. Gut, die versuchen jetzt uns zu cappen. Sollen sie ruhig machen. Wir sind in 50 Sekunden durch. Die brauchen. Oh. Jetzt sind wir wieder auf. Jetzt nicht funktioniert. Oh, Abpraller. Hier seht ihr diesen neuen tollen Fehler mit dem Abpraller Angel, was da steht. Ziel identifizieren. Oh. Identifizieren. Greifen noch unser Cap an, jetzt muss ich auf jeden Fall unterstützen gehen. Oh, da ist noch ein Panzer drin. Ne, zwei Panzer stehen noch. Ne, jetzt steht noch ein Panzer drin. Da gehen wir schnell mal unterstützen. Oh, der wird von der Arti angegriffen. Machen wir jetzt am dümmsten. Wir schnappen uns den BMD-1. Oh, da ist der T-64. Oh, schön für mich. Und wo wir einen schönen Treffer landen können. So, jetzt ist die Frage, was mache ich? Ich campe nicht durch. Der BMD kann mich rausnehmen. Wir greifen jetzt den BMD an. Ich resette jetzt den Cap. Oder doch nicht? Oder doch? Oder doch? Oh, schade. Nee, das Cappen kann ich auf jeden Fall vergessen. Ich mach das. Ja. Oh, ey, da hat man hoch einge. Oh, er zielt auch daneben. Ha. Gut. Dann ist noch die Arti da. Dann gehört mir wenigstens die Arti. Ja, haben das Match doch ziemlich gut beendet. 2800 Schadenmesser gemacht und die Arti kriege ich jetzt auch noch. Vor der Fahrt, das ist noch gar nichts gewesen. Jetzt geht meine Kanone nicht hoch. Nein! Nein, 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 na, ah, Schrott von mir. Wow! Ey, da hat er mich aber hoch getroffen. Nein, nein, oh, mein Kanonendruck geht nicht rum. Nein, komm, 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 dreh noch ein Stück. Oh nein, es geht nicht rum. Wow! Ey, jetzt habe ich echt Panik gehabt, dass er mich noch rausnimmt.
Der hat mein Kanonenrohr voll zerfetzt mit dem einen Schuss. Wie gesagt, theoretisch hätte ich jetzt noch langsamer vorgehen können, hätte die Arti noch langsamer rausnehmen können, aber ich habe der Arti jetzt den Treffer noch gegönnt. Ich hatte noch genug HP. Das wäre jetzt peinlich gewesen, wenn der mich rausgenommen hätte. Man soll den anderen Leuten ja was scannen. Oh, Goldmantel habe ich gemacht, 3388 Schaden. Damit kann ich auf jeden Fall leben auf der Stufe. Und wir sind natürlich Team 1, Platz 1. Okay, wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Schreibt was in die Kommentare, gebt mir Feedback, wie findet ihr den Zahlo S. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ciao, ciao, euer Bluecom.